Leiterberg-Trail bei Schnee. Der soll ja oben recht machbar sein und unten ein bisschen tricky werden. So trocken kann das ja jeder, ne? Und da hier im Februar die Trails noch nicht trocken sind, hier noch mehr Matsch. Also war der Plan ganz klar. Es ging die Gigi-Jochbahn hoch bis zur Habelein. Diese habe ich mich runtergeschlängelt bis zum Sonnenblick und bin dann in den Leiterberg-Trail eingestiegen. Der Leiterberg-Trail ist im oberen Abschnitt noch recht gut machbar. Im unteren Abschnitt wird er gut knackig. Zu guter Letzt habe ich mich, nachdem ich mich dort durchgekämpft habe, auf die Lettenlein geschmissen und war wieder unten angekommen. Da wäre ich mit meinen Skills jetzt nicht rumgekommen. Leider hatte ich im September ein bisschen Pech und hatte keinen Indian Summer, sondern schon ein bisschen Wintereinbruch. Aber was soll man machen? Ich habe das Beste daraus gemacht und bin ein paar Trails Hier gefahren. weiter. Allerdings glaube ich, jetzt würde ich das schon deutlich besser runterfahren wie dort noch auf den Aufnahmen. Ich werde mir das Ding bestimmt im Sommer nochmal angucken. Nur diesmal ohne Schnee. Solche Schilder gucke ich mir meistens eher noch mal an. Im oberen Abschnitt ist der Trail echt noch super machbar. Da würde ich auch nicht sagen, dass das eine rote Line ist. Ich meine, ihr seht es hier auf dem Video. Wirklich anspruchsvoll ist es nicht. Ja, Klar, so okay, welche hier weiß ich Passagen nicht, mit ob der Schnee. Hafen gerade runter ist. Da war ich ein bisschen Angsthase, aber Aber wenn die schlussendlich Videos nicht nichts vertrauen. Schwieriges. Ab dem unteren Abschnitt, ab der Alm, wird es ein bisschen tricky. Aber schaut selbst. Was man zusätzlich noch erwähnen sollte, im oberen Abschnitt ist der Trail auch noch ein Shared Trail, weswegen man hier auch immer mit Wanderern natürlich achten sollte. Das Ganze trennt sich dann aber und man hat da als Biker seine eigene Line, was wiederum echt gut ist. Hier Wanderer rechts, Biker links. So, Biker und Wanderer sind nun getrennt. Jetzt muss man noch ein paar hundert Meter nach vorne rollen und man kommt langsam zu einem. Dort kann man sich den Stempel abholen für seinen Pass aus der Bike Republic, wofür man wieder nützliche Goodies kriegt. Und sobald man den hat, geht's über ein paar Meter Schotterpiste richtig auf eine richtig schöne Enduro-Line. Leider hat meine Cam an ein, zwei Stellen ein Akkuproblem gehabt, beziehungsweise der Akku hatte eher ein Energieproblem, weswegen ich dann nicht wirklich alles aufnehmen konnte. Aber das, was ich aufnehmen konnte, packe ich euch hier ins Video. Und Leute, ich sehe den Schnee, ich will keinen Schnee mehr sehen. Ich hoffe, bald fängt die Sonne wieder an und warme Temperaturen im T-Shirt. Auch schon mit einem Kumpel vorher gesprochen, der dann gefahren ist, der meinte, ja, den kriegst du hin. Naja, da warten wir mal ab, ob ich das wirklich so hinkriege. Also habe ich mir hier an der Alm noch schnell einen Stempel geholt. Dann ging es über die Schotterpiste auf den nächsten Abschnitt und der hat es ein bisschen mehr in sich. Einfach auf die Karte geguckt und dort hinten sehe ich auch ein gelbes Schild. Jetzt noch was. Da war mein allzeit bekanntes Kopfproblem wieder. Und hier ist der 2023 Flowline entfahren. Das ist ein bisschen cringe, aber du hast das Kopfproblem nicht mehr. Right on. Wegführung. Da habe ich noch eine Menge Hausaufgaben. So, und lassen wir uns mal überraschen. Das wird auf jeden Fall gut anstrengend. Mal schauen. Und hier seht ihr, meine lieben Freunde, wie es sich auswirkt, wenn man keine vernünftige Blickführung hat. Ich fahre hier geradeaus quasi und merke zu spät, da kommt eine Kurve. Ich krieg die Kurve nicht mehr.
Also habe ich im Herbst und in der Offseason generell daran angefangen zu arbeiten und ich bin der Überzeugung, es ist schon besser geworden. Noch nicht perfekt, bei weitem noch nicht, aber es ist schon besser geworden. Deswegen will ich diesen Sommer diesen Trail auf jeden Fall nochmal fahren, um das Ganze nochmal zu testen, ob ich besser geworden bin. Und darauf freue ich mich schon und ich werde euch mitnehmen. Weg nur für Biker. Kann das eigentlich sagen, dass ich das bin? Ich sitze zwar auf dem Bike, aber Spaß beiseite. Jetzt aber. Nice! Geht doch! Feeling. Wenn man den inneren Dämon übersprungen hat und es geschafft hat. Und an dieser Stelle kommt die beste Stelle des gesamten Trails. Mit so einem Geländer, über so eine kleine Holzbrücke, richtig schön verblockt, steinig, wurzelig, mit mehreren Lines, unterschiedlich schwer. Eine Stelle, wo man sogar abziehen kann, echt toll. Ein super Charakter und ich habe jetzt die Wahl gehabt während des Schnitts. Ich hätte jetzt super sagen können, hey, meine Kamera hat gestreikt, leider konnte ich euch das nicht aufnehmen. Aber leider hat nicht die Kamera da gestreikt, da hat mein Kopf gestreikt. Und ich habe es in dem Moment echt nicht gefühlt. Also habe ich es sein lassen, habe runtergeschoben und bin dann weitergefahren. Aber ich glaube echt, inzwischen, wenn ich da jetzt diesen Sommer hinfahre, die Stelle werde ich bestimmt mitnehmen. Also, ich bin ja im Juli am Reschensee gewesen. Da muss ich jetzt hier, der hier, nicht hinter verstecken. So, fahren wir mal außen rum. Ich eier hier echt nur rum, ne? Hui. Was lernen wir aus diesem ganzen Rumgeeier und wen unterhält das überhaupt? Alter. Ich weiß es nicht. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob ich dieses Video überhaupt hochlade. Ich meine, wen unterhält das schon? Was ich daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall, einen neuen Meilenstein nicht als letzte Abfahrt des Tages nehmen, sondern eher so in der Mitte. Man ist warm gefahren, aber auch nicht letzte Tagesabfahrt. Es ist nichts passiert, aber naja. Aber aus Fehlern lernt man und ich habe es auf jeden Fall mitgenommen, sowas ein bisschen früher am Tag anzugehen und nicht erst am Ende, wo man sich schon gut ausgefahren hat und der Kopf auch nicht mehr so ganz mitmacht. Deshalb, das nächste Mal wird es besser. Da werde ich das nicht um 16.54 Uhr hier nehmen. Das war echt spät. Da hatten die Lifte schon zu und ich war alleine. Nachdem ich mich da jetzt so ein bisschen runtergeschlängelt habe und es irgendwie heil runtergeschafft habe, ein kleiner Appell an euch. Wenn ihr sowas macht, dann macht nicht den gleichen blöden Fehler wie ich und macht so einen Trail alleine, der für euch noch ein Meilenstein ist. Ich weiß, der Trail ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll und das sehe ich selber, aber echt alleine bei sowas runter, bei einem Wetter, wo echt wenige Leute fahren, also auf den gesamten Trail ist mir keiner entgegengekommen. Sag ich, nein, entgegengekommen wäre auch dramatisch. Hinter mir war keiner. Und ich war, wenn ich mir die Aufnahmen angucke, dann echt lange unterwegs. Deshalb fahrt sowas lieber nicht alleine. Macht nicht das gleiche wie ich. Habe ich gemerkt. Ja, danke Luke. Du bist jetzt mit auf der Aufnahme. Schöne Spielzeugkasten. Luke ist übrigens mein Hund. Oh ja. Pause. Endlich.
Und diese Pause, die hatte mein Kopf auf jeden Fall dringend nötig. Das war anstrengend. Und in der Pause habe ich nicht mitbekommen, dass der Akku der Cam down war. Deswegen habe ich den unteren Abschnitt nicht mehr drauf. Der ist vom Charakter aber recht ähnlich. Erst hier habe ich dann gemerkt, dass ich einen neuen Akku einsetzen muss. Das ist, ich sag mal, der letzte Abschnitt des Trails und der ist doch schon stark abhängig. Also da muss man schon ordentlich reintreten und ich habe manchmal überlegt, ob ich überhaupt noch richtig bin. Aber der ist echt schön und schaut euch das an. Es ist verhältnismäßig echt trocken und ey Mann, ich möchte wieder, dass es so trocken ist. Wow. Also die Trails zumindest. Ich habe keinen Bock mehr auf Schlamm. Ja gut, hier kommt. Ja, da bin ich anscheinend wieder ein bisschen in den Flow reingekommen und habe keine großen Panikattacken mehr bekommen. Ja, aber naja, Spaß beiseite. Ja. Wenn man ein bisschen wieder runtergefahren ist, sich wenig Gedanken macht, dann läuft das im wahrsten Sinne des Wortes. Weniger nice. Denken, mehr fahren. Ja. Und hier, meine Lieben, also, sehen wir eine seltene Gattung namens Schild. Ich bin noch auf dem Trail. Hä? Wie geil sind denn hier diese Felsen eingelassen? Jetzt mal ernsthaft. Das entschädigt doch irgendwie fast die ganze Tortur, die ich dahin hatte. Aber jetzt mal Spaß beiseite, es ist echt super gebaut hier. Nice. Wieder mal so ein Dämon. Yo, was für ein Dämon ich da auch immer besiegt haben möchte. Da nicht. Auf jeden Fall hat mich der Trail dann endlich ausgespuckt. Und für mich ging es dann nur noch eine blaue Line runter. Und ich war endlich fertig für den Tag. Mein absolutes Limit. Bye.